Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Wir sind hier beim Sprintrennen mit Robin, oder besser gesagt mit Robin, ihren Leuten, denn Robin will ja nicht mit uns fahren. Wir müssen doch endlich mal unseren GT hier ausbeulen. Nächstes Mal eine Tankstelle finden oder so, aber egal. Sprintrennen. Schick oder geschick. Gewinne das Sprintrennen gegen die Locals. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Sprintrennen, Creme de la Creme. War das ein schweres oder ein mittleres Rennen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon wieder ein bisschen viel zu schnell. Kann das sein? Egal, lassen wir das so stehen. Sag auf, Leute. Gut. So, go, 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 go. Wir sind Dritter. Warum starten die vor uns? Das finde ich asozial, Leute. Mach das nicht. Da sind sie ja schon. Hi. Geh weg. So, fahr doch mal davon, Leute, ne? Ich sehe euch dann im Ziel. Ich stelle schon mal Champagner warm, ne? Champagner warm stellen? Ah, ne, kalt stellen. Boah, das ist ja Whisky, was man warm trinkt. Oder besser gesagt auf Raumtemperatur. Und nicht Champagner. Auf Rayon. Komm, ich würde mich jetzt schlagen. Ja, die Whisky-Fetischistin. Geht zum Glück nicht um Punkte. Boah, das ist ein geiler Drift gewesen, wäre für Punkte. Aua! Alter, was war das denn gerade für ein Knockback? So. Das finde ich geil, dass auch Robin mal endlich mal so eine Speed-Passage in ihrer Questreihe hat. Das finde ich geil. So. Fangen wir quer. Wenn sie nie drauf bauen, dass wir das hier einsetzen können, das ist sehr schön. Nein, Zivilist. Pfui, tu das nicht. Aber wir müssen da runter. Oh, shit. Wow. Das tat weh. Das hätte ich deutlich besser lösen können. Ach du Scheiße. Ah, der Drift ging. Das war nicht der schönste Drift, aber es hat funktioniert. Ich wollte auch schon das Ziel. Ja. Ja, okay. Robin, das war nicht wirklich fordernd. Schick oder geschick? Ich bin auf jeden Fall schick und das Auto. Na komm, lass mal das. Totaler Fail, Autoteile und Sachen auf der ganzen Straße. Ja, okay. Tut mir leid. War keine Absicht. Geil. Hey. Herr Wille, Robin? Du solltest besser dran gehen, denn das ist es. Wir rocken heute Abend mit Risky Devil. Also komm rüber. Das wird eine Wahnsinnsnacht, ich verspreche es. Alles klar, wir sehen uns. Das darfst du nicht verpassen. Wir rocken mit Risky Devil. Es wird eine Wahnsinns, ich betone, Nacht. Okay, wir fahren in der Nacht. Aber trotzdem ist es ein Anspiel und ich nicht. Nein! Ah! Robin, ich liebe und hasse dich für diese Anspielungen. Man merkt da bei diesen Aus. Natürlich! 1,5 Meter breit ist diese blöde Insel und ich fahr voll rein. Okay. Man merkt bei diesen Aussagen, die Robin, besonders Robin trifft, meistens bei ihren Redesequenzen, dass dieses Spiel auch auf jüngere Zuschauer hingeschnitten ist. Was nichts Schlechtes sein muss, aber. Ich will es mal nur mal feststellen, ne? Er ist okay. Alter. Mach mich auch noch schwach hier in meinen späten Jahren. In meinen späten Stunden der Aufnahme. Wir haben schon wieder einen neuen Tag, glaube ich, ne? Wie haben wir es eigentlich gerade? Warte mal, ich guck mal schnell. Ich fahr voll wo rein. Geil. Wir haben es. Ach. Es ist erst 4 Uhr morgens. Geht ja noch was, ne? Warum jetzt schon wach werden? Oder am Schlafen gehen? Sollte man eigentlich vorher mal, bevor man wach wird, ne? Egal. Scheiß auf die Nacht, die ist schon vorbei. Ja, Taxi, hey! Volle Anspannung, ein schweres Rennen mit Zeitfahren, volle Anspannung. Okay, das ist glaube ich das Unterbiete Magnus Zeitfahren-Rekord, alles klar. Ja. Jetzt müssen wir alles reißen. Hält mich nicht auf. Hörst du, Magnus? Magnus hat mit uns telefoniert, mit Spike nicht. Ich glaube, das könnte irgendwann Probleme geben. Ups. Habe ich da nur das Gefühl oder kann sich das irgendwann bewahrheiten? Ich meine, ich habe noch nie auf YouTube irgendein Need for Speed Let's Play gesehen. Ist okay! Setz die Insel so, dass ich direkt reinfahre. Danke dir, Spiel. Okay. Aber da das kein Emi-Rennen ist, wird das das... Und die nächste Insel küssen wir. Ich bin Inselaktivist, Leute. Ja, ist okay. Aber da das keine Emi-Quest-Reihe ist, würde ich sagen, das Spiel könnte uns das verzeihen. Auch die zwei Patzer. Wenn nicht, fahren wir es halt nochmal. Das Rennen ist geil. Ist okay. Ist okay.
Och Mann! Langsam verzeiht uns das Spiel, was vielleicht nicht mehr. Was ist denn los? Hier wird das alles gerade in den Weg gelegt. Schickt Magnus gerade seine Kamikaze-Piloten oder wie ist das hier? Okay, das könnte fucking knapp werden. Das könnte sich sogar nicht ausgehen. Ich hab das mal zweimal. Aber ich will jetzt nichts schwarz malen. Ich werde einfach mal durchfahren, so gut wie ich kann. Und mich mal ein bisschen konzentrieren. Ist okay. Ich sehe ihn nicht. Nein, sorry, lass das mal. Bloß nicht. Und siehst du wieder geschlagen, ausgepeitscht wirst du. Von deiner Community. Oder mögt ihr, dass ich singe? Schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Wozu ich euch heute alles auffordere, ne? Aber irgendwas muss ich ja quatschen. Das ist so ein kleiner Redetick von mir. Wenn ich länger als 15 Sekunden schweige, finde ich schon wieder, das Let's Play hat keine Qualität. Das ist scheiße. Die Kurve habe ich mega geil genommen. Da muss ich mich mal selber loben. Also jetzt erstmal Props an mich. Die Kurve war geil. Also, ne, ernsthaft jetzt. Ernsthaft. Geil. Also der GTR hat auch geil gemacht, aber ich als Fahrer und so, ne? Ja. Schön. Habe ich gerade gefeiert, dass ich die Kurve noch hinbekommen habe. Ich dachte schon, ich ramme gleich wieder die nächstbeste Mauer. Oh nein. Um ein bisschen quer zu fahren, damit wir ein bisschen niedrig aufbauen. Rüber, danke dir. Mal runter. Komm schon! Komm schon! Nein! Nein! Die fuck! Nee! Tja! Die fucking eine Sekunde? Ist das jetzt dein dreckiger Ernst? Ja, okay, aber man sagt ja, ob ein Inch oder eine Meile Vorsprung, Sieg ist Sieg, Niederlage ist Niederlage. Ist okay, ja. Trotzdem hasse ich jetzt alles dafür. Diese fucking eine Sekunde, Mann! Aber das ist das Spiel jetzt fast vier heftige Crashes verziehen hat, ne? Nein, Spike. Halt die Klappe. Nein! Ich glaube, es bleibt. Dieser neue Rekord hält mich nicht auf. Hörst du, Magnus? Ah ja, Magnus hört sich schon. Also, ich hab seine Nummer, ne? Du nix, Spike. Edge! Haben wir das halt geschwind nochmal. Ziehen wir durch, jetzt wissen wir. Ich setz die Karre nochmal ran, ist okay. Ich hab mir alles gemerkt. Ja, natürlich. Ich lerne natürlich auf meinem Fehler. Natürlich. Ihr kennt mich doch so, oder? Versuchen wir das mal gut hinzukriegen hier. Das Gegenverkehr finde ich gar nicht nice. Gar nicht nice. Oh, da wollen wir mal rausbeschleunigen. Den GTR mal treiben hier. Oh shit, die Kurve habe ich versaut. Die Kurve habe ich versaut. Egal. Egal ist es nicht, aber ist nicht relevant oder so. Da wäre eine Tankstelle. Ich will da rein eigentlich, aber ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie Zeit zu verlieren. Den Verkehr aus, ruhig, geh weg. Das war nicht ganz so schön wie in der letzten Folge. Also in der letzten Folge, was laber ich denn? Im letzten Versuch des Rennens. Aber es hat hingehauen. Wir haben keinen großen Zeitverlust erlitten. Passt. Ich bin nicht zufrieden mit. Passt so. Lassen wir so stehen. Hohe Geschwindigkeit. Oh ja. Natürlich. Für Amy ist es noch keine hohe Geschwindigkeit. Die braucht ja 3,22, aber das Spiel selbst hohe Geschwindigkeit. Hier rein! Oh shit! Das hab ich nicht hinbekommen. Okay, da hat man einen leichten Zeitverlust. Aber kriegen wir hin. Krass! Volle Anspannung. 2 Minuten 10 hätten wir dürfen. 2 Minuten 2,56 haben wir hinbekommen. Schneller als der Schallmann. Respekt! Danke dir. So, Spike, was sagst du denn dazu? Diesmal war ich
Nicht eine Sekunde zu langsam. Was, Bike? Agnes! Hey Mann, das war ganz schön abgefahren. Wie wär's mit noch einem Lauf? Nur ein bisschen anders. Sag einfach Bescheid. Bis später. Cheers! Cheers, Magnus. Okay. Wir fixieren uns gerade ziemlich auf die Speed- und Style-Quest rein, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Hier haben wir Robin. Ja gut, dann cruisen wir zu Robin, würde ich sagen. Ich meine, ist nicht weit weg, passt. Okay. Habe ich gerade gesagt, wir fixieren uns auf eine Quest rein? Nein. Natürlich nicht, wir doch nicht. Was ist hier gerade für ein Stau? Den hab nicht ich verursacht, nein. Cruisen wir hier mal hoch. Aua! Schön. Das ist so ein richtiger Driftgott, der geht hier. Das finde ich richtig geil. Ach, schön. Hier rüber. Woran? Alter, die Bande ist glatt. Die Mauer da. Wo hätte ich da hängen bleiben sollen? Alter. Besteht mein Auto aus Antimaterie und stoße ich deswegen an andere Materie ab, oder wie? Was ist das hier? Wir sind nicht bei Raumschiff Enterprise, sind immer Need for Speed. Kriegt eure Physik auf den Zeiger, verdammt. Ich hoffe, die kriegen das wirklich wieder hin, dass die wirklich wieder eine anständige Physik haben im nächsten Teil, also in Need for Speed Payback. Das hoffe ich wirklich, weil die Physik hier ist grottig. Besonders die Kollisionsphysik und die Unfallphysik. Guck mal her. Juckt der nicht, der fährt jetzt einfach in die andere Richtung weiter. Einfach so. Juckt denn nicht? Ja. Ich hoffe, die kriegen das wieder hin. Und was ich auch für Need for Speed Payback mega hoffe, dass sie wieder mal geile Verfolgungen reinbringen, weil die Verfolgungen in diesem Spiel jetzt sind nicht fordern. Die sind einfach nicht fordern. Man kann den Kopf einfach so leicht davon fahren, auch wenn man 4 Sterne hat. Bei 5 wird es natürlich dann ein bisschen heftiger, aber. Magnus, hi. Hey Mann, mir war langweilig, also habe ich einen Lauf organisiert. Fühlt sich gut an. Bin gespannt, wie du abschneidest. Denk dran, Siege sind gut. Das Wichtigste ist aber der Ruf. Hör immer auf dein Bauchgefühl, okay? Alles klar, Magnus. Okay, ich dachte, ich muss da rechts rein. Aber da ist ein Fahrzeugteil, also will ich da rein. So, was ist das denn? Siehst du, da hat mein Instinkt mich da reingeführt. Ich wusste genau, dass da ein Fahrzeugteil ist. Oh! Geil, eine Kraftstoffpumpe. Nice. So, Robin, I'm here. Was fahren wir jetzt? Drift Train. Oh, nee. Halb nach Vollgas. Geil, halb nach Vollgas. Nice. Übertrifft die Vorgabe mit Risky Devil. Oh, nein. Das könnte Asi werden. Wir brauchen 16.000, ist ja klar. Alter, was sind das für Dreckskurven? Das ist eine geile Kurve davon. Da bin ich dabei. Alter! Wieso drehst du mein Eck weg, du Wichskopf? Gehst du bitte weg? Alter, ich kann die Kurve nicht ausfahren, weil diese Bissköpfe hinter mir sind. Ich bleibe einfach mal dran, dass ich punkten kann. Natürlich bleiben sie nicht dran! Kommt schon, ihr Wichsköpfe! Geh weg! Ich hasse Drift Trains, ne? Ich bin jetzt schon aggressiv. Ich hasse Drift Trains so sehr. Wir brauchen glücklicherweise nur 16.000, das sollten wir trotzdem hinkriegen. Nein. Ja. Komm schon, gib mir 100 Punkte, bitte irgendwie. Hat das gezählt? Das hat nicht gezählt! Nee! Ich fahr nochmal zurück. Und ich bin nicht bei der... Das ist nicht dein Robin! Robin! Hättest du nicht ein bisschen auf mich warten können? Ich brauch doch nur die paar Punkte! Kommt da noch ein Mitglied? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was für... Nee! Nein! Nee, sowas will ich eigentlich gar nicht nochmal fahren. Will ich nicht, nein! Robin! Ich such dir gleich einen Platz. Aber neben dem Leichenhändler.
Robin, halt die Fresse. Ich bin wieder aggressiv. Könnt ihr bitte bei mir bleiben? Ist das okay, ne? Oh Gott, alles. Fahr mir voll rein. Ist ein geiler Drift Train, Leute. Ich genieße das hier gerade. Alter, wieso komme ich da nicht raus? So, 10 haben wir schon. Ja, bremst voll ab, dass ich die Kurve nicht richtig nehmen kann. Ist okay, voll okay, ja. Robin, geh weg! Alter. Robin! So, Robin, ich fahr jetzt da vorne, hab keinen Bock mehr auf euch. Tschö. Oh, jetzt wurde ich nicht mal Punkte ab. Jetzt kann ich da vorne fahren. Schön, Leute. Oh, jetzt gehen wir auf Speed. Ja, ist okay, bleib stehen. Ja, ist okay, bleib du auch stehen. Ist okay, Robin, hi. Du bist die Einzige, die normal fährt hier. So. Mann, ich Drift Trains hasse und verabscheue. Mann. Tut alles weh hier. Ihr schändet mich hier. So. Easy, Robin. Ja, bitte. Mann, das war der Hammer. Ich hab ne Weile zu tun, also mach dein Ding. Ich melde mich dann. Pass auf dich auf. Bis später. Alles klar, Robin. Okay, wo ballern wir dann als nächstes hin? Ich würde sagen, ich hab Bock auf Spike Endquest. Oder nahe an der Endquest oder Manuel nahe an der Endquest. Oder wir ballern zu Robin. Nochmal. Puff, puff. Was? Wieso puff, puff? Ich würde sagen, wir ballern. Nee, zu Amy will ich nicht. Ich will nicht zu Amy. Aber ich bräuchte ein Auto mit 322 Spitze. Oh nein, dürfen wir nicht. Lass das Drehmoment spielen schwer. Absolviere die Route so schnell du kannst. Komme innerhalb des Zeitlimits ins Ziel, um zu gewinnen. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal hindüsen. So, Leute. Die Stange hinten schon quer hängt. Alter! Das fällt schon komplett auseinander, die Karre. Ich glaube, ich werde die mal zwischen den Folgen mal ein bisschen resetten. Aber egal. Ja, Robin? Danke für die Hilfe. Es braucht nicht viel, wenn man oben ist. Sicher. Hey, da ihr beiden gerade on seid, ist euch aufgefallen, wie komisch Manu sich verhält? Vielleicht ist er einer dieser Koblock-Vögel mit einem Doppelleben. Manu kann nichts geheim halten, wenn sein Leben davon abhängt. Könnt ihr euch heute treffen? Nein, ich kann nicht. Frag den Neuen, sicher? Ja. Sorry, okay, bis später. Bis dann. Bis dann. Ja, ich bin okay. Tot. Tschö. Nur ich und du, Großer. Sieh zu, dass du kommst. Risky Devil werden bei mir abhängen. Ciao. Ich hab mich kurz gefreut, Robin. Sie sagt noch, nur ich und du, Großer. Ne? Mit der Anspielung schön und so, ne? Und dann, Risky Devil werden auch da sein. Ja, ist doch okay, oder? Hast du nichts gegen? Ich, fuck. Egal, Leute. Lass auf jeden Fall eine Bewertung da und, ja. Comic-Con, Kritik, alles unten rein. Ihr wisst, wie es läuft. Ich sag wieder mal, danke für eure Aufmerksamkeit und danke. Ach Gott, wir haben schon wieder viel zu spät. Ich bin schon halb am Einschlafen, Leute. Egal, Ryan sagt schon, macht's gut und bis morgen um 16 Uhr, wenn es wieder heißt Need for Speed. Ich bin raus, ciao.